play as time goes by. Das Play It Again, Sam, das ist ja auch eins von den Motiven, die da verwendet wird. Was hat der Top-Hit aus dem Film Casablanca mit der Musik von Johann Sebastian Bach zu tun? Oder die Berceuse von Fauré mit einem Übungsstück von Friedrich Gulda? Mehr als man ahnt, sagt die aus Fürth stammende Pianistin Caroline Oltmanns. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Pianisten und Komponisten James Wilding, hat sie im Auftrag des Bayerischen Rundfunks Studio Franken ein Programm kreiert, das die verborgenen Zusammenhänge unterschiedlichster Musik aufdeckt und nachvollziehbar macht. Der Schlüssel dazu ist die Musik des amerikanischen Avantgarde-Komponisten George Crumb. Charakteristische Tonfolgen, die Crumb verwendet, finden sich auch in vielen anderen Kompositionen, wie James Wilding am Klavier demonstriert. Das ist Bach. Da, da, die. Und wo ist es noch? Wo ist es noch? Derselbe musikalische Gedanke bei Bach und Chopin, gespielt von James Wilding und Caroline Oltmanns. Das Crumbsche Kaleidoskop, eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Musik. Am 5. Juni um 20:03 Uhr auf BR Classic.